So. Hallo zusammen. Heute mal zu einem etwas anderen Flug. Und zwar geht es heute im Airbus A320neo von dem verschneiten Stockholm zum hoffentlich nicht ganz so verschneiten, aber wahrscheinlich schon so verschneiten Helsinki. Das Ganze online auf Wetsim, wie gewohnt. Ich bin kein Mann der vielen Worte, deswegen lasst uns einfach direkt loslegen. Batterien an, Treibstoffpumpen, externe Power haben wir, deswegen nutze ich die auch. Flugsystem, Cruise Supply, Strobe kommt auf Auto. Landelichter können wir schon mal ausfahren. Seatbelts on. Non-smoking auf Auto. Exits auf Arm. Joa, das sieht doch schon ganz gut aus. Also, Display heller. Auch ein bisschen Helligkeit. Die Seite können wir ausschalten. Immer drauf gefingert. Ach so. Die APU können wir auch schon mal starten. So. Wir wollen von SA nach EFHK. Das stimmt. Das stimmt auch. Kostenindex können wir ein bisschen höher setzen. Unser Zero Fuel Weight heute 54,8 Tonnen. Nur ein kurzer Trip. Center of Gravity 27,4. Block Fuel an Bord haben wir 4,4 Tonnen. Tudum. So, und wir starten. Was sagt denn das ATIS? Null eins rechts. Sehr gut, damit habe ich natürlich nicht geplant. 01 rechts. QNH 1022. Das habe ich. Gut, 01 rechts und ich brauche irgendeine Torfri. Torfri 4 Bravo nehme ich. So, dann lass mal hier eben auch. Hier Bravo ist genau das, jawohl. Nehme ich so. Und die Ankunft ist geplant. ILS 04 links. Über Maro 6 Bravo. Jawohl. Haben wir auch. So, nicht vergessen, die Tür zuzumachen. Und beim Start gibt es nichts weiter zu beachten. Nur die Geschwindigkeit darf nicht über 210 Knoten gehen. Zumindest laut unserem Standard Instrument Departure. Okay. Dann gucken wir mal, was haben wir denn so online? Mach mal eben auf was bei. So, wir sind hier in Stockholm. Stockholm Control ist online. Helsinki ist nix online. Stockholm Control, ESSA. Sehe ich hier gar nicht. Ist das noch aktuell auf Wetzbai? Ja.
118,4 angeblich. 118,4. Jesus. Sweden Control. Fuß bei Essa, das ist doch schon mal ein guter Hinweis. Das habe ich auch eingestellt schon. Unless otherwise instructed. Okay. Das heißt, wir dürfen nur auf 5000 Fuß steigen. Sei denn, der sagt uns etwas anderes. Und der ist erreichbar über 118,4. So, ich schalte schon mal hier APU-Bleed an, damit ich jetzt gleich nicht vergesse beim Anlassen. Sky 116, ready for departure. Sky 116. Wind is 050 at 14 knots. Runway 34, clear for takeoff. Okay, so take off on the 34 Skyline 116. So, welches ATIS haben wir denn hier? Wir haben ATIS Charlie. Und das ist Sweden Control, ne? Jawohl. Skyline 227, full established, ILS 33. Skyline 2273, wind is 060 at 8 knots, runway 33, clear to land. Clear to land, runway 33, Skyline 2273. Sweden Control, good evening. Skyways 8188 is on the ground in Stockholm. I got information, Charlie. Request clearance IFR to Helsinki. Skyways 8188, good evening. Cleared Helsinki Vanta via the Tovri 4 Bravo departure. Squawk 5356. QNH 1022. Cleared via the Tovri 4 Bravo departure, squawk 5356, QNH 1022, Skyways 8188. Skyways 8188, correct. Yay! Skyways 116 airborne, climb 9000. Skyways 116 with a hello identified, climb a flight level 190. Da haben wir Tovri 4 Bravo, passt auch. Ryanair 3084, identify, report your altitude. 2500. Ryanair 3084, climb flight level 240. Climb flight level 240, Ryanair 3084. Scandinavian 430, line up runway 03 and wait. Line up runway 03 and wait. Da bleibt uns gerade nichts. Oh, da ist jemand unterwegs. Da bleibt uns gerade nichts weiter, als noch ein paar Minuten zu warten, bis unser Bordcomputer soweit ist und weiß, wo wir uns auch befinden. So, ich bin beim Stand. So, ich habe drei rechts, 1, 2, 3. 65. Na, dann hätte ich noch mit meinem 4 links. 1, 2, 3. We said 5571 ready for taxi. 64 oder 65, wo befinde ich mich? We said 5571. Good evening, yes, sir. Squawk 4477. Ich würde sagen 64. Taxi via Delta and Yankee to 100.35. Squawk 4477 and taxi Delta Yankee to holding point 35. So, ich kriege bestimmt sowas. Delta Uniform Whiskey. Einfach sowas. Good evening, Sweden. This is Scandinavian 752 on the Stan Fox 31 at Stockholm Arlanda. We have information Charlie on board and we are ready to copy our IFR clearance from Arlanda to Berlin.
Skyman 752, good Quebec, number one for clearance. Roger. Skyman 430, wind is 040 at 13 knots, runway 03, clear for takeoff. Clear to takeoff, runway 03. Hier gerade mir schon mal ein bisschen die Taxiways anzugucken. Skyman 752, ready to copy. Ready to copy, 752. Skyman 752, cleared to Berlin, Brandenburg. We had a Nosley 4 Bravo departure. Squawk 3461. Delta is valid, QNH 1022. Und schon mal hier valid, QNH 1022, starten mit Klappen 1 and runway 01 right on the Nosley 4 Bravo transition altitude 752 correct 6000 Ryanair 3084 contact Copenhagen control 121.375 Copenhagen control 121.375 bye bye have a great day. The same, bye. So, eine Minute. Skyman 2273. Hey, da sind wir. We are backtrack and Alpha to Sentry. Backtrack Alpha Sentry, Skyman 2273. Das sieht doch gut aus. Das nehme ich genau so. Wie weit ist es insgesamt? Not flight plan. Skyman 43, identify report your altitude. 2000 feet, Skyman 430. Skyman 430, climb level 240. 27240. So. Skyman 2636. Clearance LTOC 7 Mike, runway 01 right, direct point Lena. Thanks, Mike, direct Lena, LTOC 7 Mike, 01 right, Skyman 2636. Skyman 2636, report ready with the set. I will go. Warte noch kurz auf meinen, dass ich hier Luft habe jetzt. Skyways 8188, request push and start. Skyways 8188, startup and pushback is approved. Startup approved, Skyways 8188. Boah, ich habe keine Richtung gekriegt, also. Gut. Parkbremse los. Biegen sie an. Einmal zurückpushen, bitte. Und wir starten in der Zwischenzeit schon unser Triebwerk. Ah, wohin lasse ich mich denn zurückpushen? Einfach gerade anscheinend. Das andere ergibt nicht so viel Sinn. 307-38, pardon, exit. Thanks a lot for your control. Have a nice evening. Previous 307, it was a pleasure. Hope to see you very soon again. Bye-bye. So, ein freundlicher Controller. Und auf geht's. Wizz Air 5571, holding point 35, ready for departure. Wizz Air 5571, wind is 070 at 21 knots, runway 35, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 35, Wizz Air 5571. So, Triebwerk 1 kann los. And Scandinavian 752 is ready for start and push. Scandinavian 752, start up and pushback is approved. Start and push approved, Scandinavian 752. Scandinavian 430, contact Copenhagen control 121.375. 121.375, Google. Google. Und die Klappen auf 1.
ich würde sagen, das reicht auch fürs Pushback. Parkbremse nochmal an. Taxi-Lights an. Oh, beide Triebwerke laufen. Norm. APU kann aus. Und dann mal gucken, wo wir lang taxien sollen. Skyways 8188, request taxi. Skyways 8188, taxi, only point 01 right via uniform and whiskey. Holding point. I'm got taxi via uniform whiskey. Can you please repeat for Skyways 8188? Skyways 8188, taxi via uniform and whiskey to holding point 01 right. Taxi via uniform whiskey holding point 01 right. Skyways 8188. Uniform Whiskey habe ich mir gedacht. Ich habe keine Ahnung, wo Sierra One Ride ist. Bin ich hier beim richtigen Airport? Ja. Sierra One Ride. Keine Ahnung. Der meint bestimmt Whiskey One. Weaver 5571, passing 2000 feet. Ich roll erstmal los und improvisiere dann nochmal. Komplette Zuversicht bei absoluter Ahnungslosigkeit. Das ist immer praktisch und wichtig. So, das hier ist Uniform. Bisschen langsamer. So, wo zum Teufel ist wohl Whiskey? Sierra One. Scandinavian 752 is ready for taxi. Was ist das hier? ESSA. 752, taxi. Right on Zulu and Whiskey to holding point 01 right. Right on Zulu and Whiskey, then holding point 01 right, Scandinavian 752. Is this Sierra One or 01 right? That's. Scandinavian 2636, standing by for descent. Wahrscheinlich 01. Scandinavian 2636, when ready to descend, flight level 110. Nur schwer verständlich. When is descending flight level 110 and leaving 350 now, Scandinavian 2636. Guck gerade, ob ich alternativ noch irgendwo eine Karte finde. Nö, gibt's einfach nicht. Ich interpretiere das einfach als Holding Point 01 right. Und dann suche ich mir einfach meinen Holding Point selber aus. Gucken, ob ich den anderen sehe, der hier noch unterwegs ist. Sweden, hello, identified. Climb flight level 400. Climb 400. Aber ich sehe sonst niemanden. Irgendwo müsste noch einer unterwegs sein. Da hinten. Ach, ist das alles schön.
So, und während ich jetzt hier die endlose Strecke, die 2 Kilometer oder so bis zum Beginn der Bahn langrolle, machen wir doch mal alles startklar in der Zwischenzeit. Jetzt bis auf die Beleuchtung, Autobrakes auf Max. Jetzt mit der Bremse achten. Speedbrake ist armed. Nicht von der Bahn abkommen hier. Cabin bereit sein. Bescheid sagen. Cabin is ready. Take-off config test. Normal. Sweden Control, good evening, Eagle 110. Also startklar. Inbound, Romeo Oscar Echo. Eagle 110, very good evening. Squawk 5465. Squawk 5465, Eagle 110. Gucken, ob der Kollege hinter mir hier auch auf dem Weg ist. Ja, da ist er. Wir werden uns aber wahrscheinlich nicht mehr begegnen. Eagle 110 Sweden, hello, identified level 340. Skyways 8188. Wind is 030 at 8 knots, runway 01 right, clear for takeoff. Cleared for takeoff, runway 01 right, Skyways 8188. Das ist doch nett, da können wir doch einfach direkt losrollen. So haben wir es gern. Nicht lang Vorgeplänkel, einfach zack, rauf und los geht's, Vollgas. Hiha, Cowboy-Modus 1.11. Oh, da geht's auf die Bahn. Co-Pilot hätte ja mal das Licht anschalten können in der Zwischenzeit. Das machen wir das hier eben selber. Und alles andere ist soweit startklar. Dann geht es los. Hallo Jack. Fliegen lernen ist nicht ganz so einfach, es braucht ein bisschen Zeit. Aber ich habe ein paar Tutorial-Videos, schau dir die an. Dann hast du schon mal ein paar Grundlagen. So, startet, Fahrwerk rein. We sir 5571, climb level 330. Climbing flight level 330, we sir 5571. Klappen können rein. Wir drehen auf Climb und den Autopiloten an. Gehen auf Climb. Kommt auf Climb. So, und dann sind wir schon unterwegs. Skyman 2636, starting radar vectors for straight in approach 01 right, fly heading 060. 060 for radar vectors 01 right, Skyman 2636. Scanway 2636, about 80 track, Mazda touchdown. So, wir dürfen erstmal nicht über 5000, bis wir eine Anweisung dazu kriegen. Scanway 752, wind is 030 at 8 knots, runway 01 right, clear for takeoff. Clear for takeoff, 01 right, Scanway 752. Skyways 8188, identify, report your altitude. Skyways 8188 is now at 5000 feet. Skyways 8188, climb flight level 180. Climbing flight level 180, Skyways 8188.
So, Flight Level 180. Machen wir doch glatt. Sweden Control, good evening. Finnair 177, requesting clearance to Helsinki. Finnair 177, Vilta. Und ich bin mal so frei, gib schon ein bisschen Vanta, Gas. Wir haben Tombre 4, Bravo Departure, Squawk 5323. Fox, that is valid, QNH 1022. Vilta, clear to Helsinki via Tovri for Bravo Departure, Squawk 5323 and the information Foxtrot is current. Jack, ich kann dir gerade gar nicht so gut antworten, weil ich ein bisschen auf den Funk achten muss, aber Equipment, ich habe einen einfachen Joystick und einen kleinen Schubregler hier, also nichts super Aufregendes und ja, wieder zahlen. Scanner 752 identify the climb at flight level 180. Climbing 180, Scandinavian 752. Skyways 8188, climb at flight level 250. Flight level 250, Skyways 8188. So, 250. Eingestellt. Dann sind wir doch schon mal ganz gut auf dem Weg. Heute auch nur ein kurzer Trip nach Helsinki. Zwar noch 222 Meilen, da können wir uns schon mal über die Landung Gedanken machen. Und zwar, unser ILS-Anflug ist bei 2300 Fuß. Wir werden auf Fluglevel 250 sein, dann 2300, ist auch eine komische Zahl, 2300 Fuß. Das heißt, ich brauche etwa 70 Meilen, sagen wir so bei 80, 90 Meilen, sollte ich 8188, direkt Point Lockwood. Direkt was? Direct Point Lockwood, Skyways 8188. Lockwood. So, das verkürzt unseren Trip nochmal um 20 Meilen. Scanner 2636, when ready, descend flight level 8, descend flight level 7, sir. When ready, descending flight level 7, sir, scanner 2636. Oh, oh. Oh, was hab ich getan? Nein, 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 nein. Ach du Scheiße. Ich wollte hier meinen Benutzernamen eingeben. Ach du meine Güte. Ja. Skyways 8188 confirms squawking 5356. Skyways 8188, I'm sorry, I have technical difficulties, I have to disconnect. Thank you for your service and see you soon, hopefully. Okay, bye bye. Eieiei. So. Triebwerkausfall. Was machen wir? Wir brauchen unsere APU. Witzig. Sorry. Die Ansagen kommen normalerweise. Ich bin online mit anderen Menschen, die hier die Fluglotsen spielen und andere Flugzeuge. Und mit denen unterhalte ich mich. Und ich wollte hier gerade eben meinen Benutzername einmal eingeben und hab dabei anscheinend die Batterie ausgeschaltet, Generator, ich bin mir nicht sicher. Irgendwas habe ich ausgeschaltet. Und jetzt geht hier gar nichts mehr und ich denke, das sieht so aus, als könnten wir gleich abstürzen. Oh Gott sei Dank, die APU läuft wieder. Triebwerke anlassen. Ja, einmal den falschen Knopf gedrückt aus Versehen.
War so nicht geplant. Aber wir sind ja schon ordentlich hoch. Alles gut. Wenn wir jetzt noch die Triebwerke zum Starten kriegen. Jawohl, sie laufen langsam wieder an. Eieiei. War so nicht geplant. Ich hätte trotzdem auf dem Server weiterfliegen können, aber Notfälle sehen die da nicht so gern, weil man damit viel Unsinn treiben kann. Und deswegen trennt man sich dann lieber und stört dann quasi die anderen Flieger nicht, die normal weiterfliegen. So, langsam wird es aber kritisch mit der Geschwindigkeit. Mal hier die Nase ein Stück runter. Ja, ist kein Problem. Die Triebwerke laufen wieder und ich kann dir gerne ein paar Fragen beantworten. Gerade jetzt, wo ich getrennt bin, habe ich auch nicht mehr den Stress mit dem Funk. Und ja, Triebwerke laufen wieder, ich kann den Autopiloten wieder aktivieren und wir fliegen einfach ganz normal weiter. Für die Passagiere war es nur zwischendurch jetzt 5 Minuten lang ruhig. Und für mich gerade ein bisschen aufregend. Aber gut. Ich habe mich jetzt getrennt und einfach wieder connecten würde zwar theoretisch gehen, ist aber auch so ein Ding, sieht man nicht gerne, weil für die ist es dann so, dass quasi plötzlich mitten in der Luft ein Flugzeug auftaucht und das haben die dann nicht so gerne. Von daher bleibe ich jetzt davon getrennt und fliege quasi alleine einfach zum Ziel. Das ist aber nicht weiter schlimm. Es war jetzt eh, ich wäre eh nicht mehr lange mit dem Verbund Kontakt geblieben. Von daher. Heute wahrscheinlich nicht mehr. Ich denke, wenn ich gelandet bin, so in, wie lange wird es dauern? Dreiviertel Stunde, 45 Minuten. Dann war es das auch erstmal für heute. Ansonsten fliege ich so ein paar Mal die Woche, aber leider recht unregelmäßig, weil ich immer gucken muss, wie es mit Arbeit gerade passt. Die brauche ich gerade nicht mehr. Anschnallzeichen können wir auch ausmachen. APU brauchen wir auch nicht mehr. Landelichter können wir ausmachen, einfahren. Brauchen wir auch nicht mehr. Das kann auf Taxi. Ja. Wenn du Anfänger bist, empfehle ich dir, schau dir YouTube-Tutorials an. Je nachdem, was dich interessiert, entweder so ein Airbus, wie ich jetzt hier unterwegs bin, zu fliegen oder eben kleiner anzufangen mit einer Cessna oder ähnlichem, also einer kleinen Propellermaschine, so die Grundlagen. Ich weiß nicht, wie viel du da schon an Kenntnissen hast. Und wenn du weißt, wie du von A nach B kommst in so einer Maschine, also wenn du zum Beispiel auch solche Karten hier lesen kannst, dann ist der richtige Moment, um bei VATSIM zu starten. Und wenn du noch gar nichts hast, dann empfehle ich dir nicht mit dem Airbus zu starten, sondern tatsächlich mit einer Propellermaschine. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, der heißt hier wie mein Twitch-Channel Crispy Robo Chicken. Da habe ich gerade angefangen eine Tutorial-Serie für Maschinen, eben für eine kleine Cessna. Da fange ich wirklich bei den ganz einfachen Grundlagen an und bin gerade so mittendrin, einfache Navigation, glaube ich, war das letzte, was ich gemacht habe. Und geht dann weiter, GPS, Karten lesen und so weiter. So mit dem Ziel, das, weiß nicht, wird eine Weile dauern, kommt nicht so viel auf einen Schlag.
aber dass ich dann so eine kleine Tutorial-Serie parat habe, an der man sich langhangeln kann, um so die Grundlagen zu lernen und am Ende eben auf Watson zu starten. Wenigstens einen hübschen Screenshot können wir noch machen. So, Reiseflughöhe haben wir erreicht. Jetzt geben wir noch ein bisschen Gas. Jein, die Maschine. Also wenn du dir, das hier ist der Microsoft Flight Simulator 2020. Wenn du den kaufst, dann hast du die Maschine an sich erstmal mit drin. Es gibt aber eine Mod, die ich benutze, die A320 NX Mod. Die ist kostenlos, die kannst du dir runterladen. Die simuliert dann hier viel mehr Systeme, Knöpfe, macht das Ganze viel realistischer. Und das Aussehen von außen, die Bemalung, da gibt es auch nochmal, das nennt sich Megapack Liveries. Ich glaube, da gibt es momentan um die 300 verschiedenen Airlines, die man sich runterladen kann. Es gibt auch ein paar Flugzeuge, die was kosten. Für den Flugsimulator 2020 jetzt noch nicht so viele, weil er noch relativ neu ist. Aber ja, da gibt es dann auch ein paar. Momentan gibt es da, glaube ich, nur zwei Propellermaschinen. Und die kosten um die, ich glaube, 15 bis 20 Euro. So in dem Dreh. Gibt aber auch schon einige Flughäfen, wenn man die gerne ganz detailliert haben möchte. Die kann man sich auch kaufen. So, noch 214 Meilen. Das erscheint mir nicht richtig. Weil hier sind es nur noch, was sind das, 120 bis Rulli. Von Rulli aus ist es nicht mehr so weit. Warum sagt er mir hier 214? Wird das nochmal weniger? Leider ein Problem bei der Mod ist, die ist kostenlos, wird sehr häufig aktualisiert, aber es gibt häufiger auch mal kleine Fehler, so wie hier, dass die Entfernung nicht mehr sich aktualisiert. Aber gut. Ich habe gesagt, so 90 Meilen vor dem Ziel sollte ich den Landeanflug starten. Das heißt, wenn der Flughafen irgendwo hier auftaucht, zwischen kurz vor der 80-Meilen-Grenze, sollten wir den Sinkflug starten. So, ich kann aber trotzdem schon mal eingeben, einmal anfragen, wie das Wetter ist in Helsinki. Kurz warten. Ja, ist eine Nachricht angekommen. Und die drucke ich mir einmal aus. Weil dann kann ich hier schon mal die Daten für die Landung eingeben. So, Helsinki. Wind kommt aus 040 bei 5 Knoten. Also nur eine leichte Brise.
mit ordentlich, wie sagt man auf Deutsch, mit Böen. So, wir haben minus 10 Grad, minus 10 Grad Temperatur, QNH ist 1023, genau, so, Transition Altitude weiß ich nicht, brauche ich aber auch eigentlich nicht, weil eh kein Funkkontakt. Decision Height, gucken wir einmal auf die Karte. Decision Height ist 50 Fuß. Auch eingestellt. So, wenn wir durchstarten müssten. Wie hoch liegt der Flughafen? Nur 180 Fuß, also tragen wir 1600 Fuß, 1700. 180 plus 1500 macht rund 1700. So, das haben wir auch. Ein Schneidzeichen habe ich aus. Gut. Lakut. Ich auf meine Karte gucke. Hier ist Lakut, dann sind es von da aus noch 5 Meilen, 13, 8, 18 plus 5 plus 10 macht 28 bis wo will denn mein Bordcomputer lang? Rulli. Hier gar nicht auf der Karte. HK871, das passt. HK936 haben wir auch. Und dann wäre eigentlich NEMVI das nächste. Und dann ASPID. Gucken wir mal, ob wir das einstellen können. Maro 6 Bravo, ist richtig. Ja, kommt das gleiche bei raus. Dann fliegen wir das eben manuell. Wo fliegen wir denn jetzt hin? Odesso. Okay. Ich glaube, der Bordcomputer hat das nicht so gut verkraftet, dass ich zwischendurch einfach mal alles ausgeschaltet habe. Ach ja. Können wir wenigstens ein bisschen die Aussicht genießen. Gar keine Ahnung, wo ich überhaupt bin. So im Großen und Ganzen. Ah. Anscheinend ist das schon Finnland oder gehören diese kleinen Inseln noch zu Schweden? Hamarland, Lemland. Na, das ist bestimmt schon Finnland. Und da unser Ziel Helsinki. Werden wir wahrscheinlich nicht so viel von sehen, obwohl der Flughafen hier auch ziemlich dicht an der Stadt dran liegt. Und bei uns am Anflug rechts von uns Helsinki dann zu sehen sein müsste.
So, so langsam müssten wir an die 80 Meilen rankommen. Ist jetzt ein bisschen mehr wegen der Schleife, aber ich nehme das mal als Gelegenheit, den Sinkflug zu beginnen. 2300. Falscher Knopf. Da wollte ich hin. Mit 3 Grad sinken. Die Meteranzeige brauche ich dann wirklich nicht. Ich wäre auch lieber bei WATSIM online gewesen, aber ich glaube, das hätte... Wenn ich hier auf die Karte gucke, das ist, hier kann ich sehen, welcher Bereich online ist. Und es ist gerade nur Schweden online, Finnland. Huch. In Finnland ist gerade eh kein Controller online, das heißt, da wäre nichts weiter passiert auf WATSIM. Also der Controller in Schweden hätte mir irgendwo hier über dem Meer gesagt, dass er nicht mehr für mich zuständig ist. Und wenn kein anderer da ist, fliegt jeder für sich. Da macht es dann keinen Unterschied, ob man auf WATSIM ist oder nicht. Aber sonst probiere ich immer, wenn ich online bin und Fluglotsen online sind, dann versuche ich das auch immer zu nutzen in WATSIM. Die meisten Fluglotsen... Kann ja kurz... nochmal zeigen. Also aktuell, hoppala. Falscher Knopf. Na. Wo ist es hin? Ist abgestürzt. Hä? Also die meisten Fluglotsen, wir sehen hier gerade, alles was so blau umrandet ist, da ist was los. Die schwarzen Punkte sind alles Flugzeuge. Deutschland ist gerade ganz gut. Die allermeisten los ist immer England, rund um London vor allen Dingen. Da ist immer richtig viel los. Dublin ist auch relativ viel los. Und ansonsten, je nachdem, immer abends, wo die meisten Leute eben Feierabend haben und Zeit haben. Wenn ich jetzt rüber gucke, Amerika zum Beispiel... Auch einiges, da wird es aber eben erst, weiß ich nicht, nachts um 2 oder 3 Uhr, da wird es dann am, das dann am meisten los. Es hat nicht jedes Land einen Lotsen. Gerade so Osteuropa ist relativ wenig oder Russland. Also die, ich sag mal, die in Zentraleuropa, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien hin und wieder. Da, wo es viele Menschen gibt, die viel Computer und gutes Internet haben, die haben auch Fluglotsen. Diese blauen Felder, diese blauen Grenzen, das ist der Bereich der Fluglotsen. Beispiel jetzt hier. Dieser blaue Bereich, das ist Budapest-Control, also Ungarn. Und wenn ich in die Nähe vom Flughafen kommen würde, hier in Budapest, dann wäre Budapest Approach für mich zuständig. Und wenn ich dann ganz nah bin, dann gibt es hier den Tower, der mir dann bei der Landung Bescheid gibt. Und dann noch am Ende Ground, der mir auf dem Boden sagt, wo ich langfahren soll. Es kann theoretisch auch jemand aus anderen Ländern machen. Die meisten sind bei WATSIM aber organisiert, dass eben nur... Leute aus Großbritannien, auch in Großbritannien zum Beispiel, die Fluglotsen sind. Oder die Franzosen in Frankreich. Es gibt aber auch Länder, ich weiß nicht, gerade Osteuropa, so Bulgarien oder so. Das macht dann mal jemand, der gerade Lust hat und sonst nichts frei ist, dann spielt er mal in Bulgarien Fluglotse. So. Es kann sein, dass es Fluglotsen gibt, die, wo das blaue Feld drumherum nicht da ist. Also das blaue Feld
bei Watts bei. Das sind quasi die Fluglotsen, die das gesamte Land quasi kontrollieren. Und dieser, wo nur so ein Kreis ist, wie hier zum Beispiel in Rom, der Fluglotse, der ist nicht für ganz Italien zuständig, sondern nur für den Flughafen Rom. Und dann gibt es hier noch einen Tower, da wo nur ein T ist, zum Beispiel hier auch. Oder hier in, was ist das? Nice? Ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht auf Deutsch. Da ist zum Beispiel nur der Tower online, also nur für die letzten paar Kilometer zur Landung. Also es gibt Fluglotsen, die haben verschiedene Bereiche und die Bereiche werden halt immer kleiner oder größer, je nachdem, welche Position die besetzen. Genau. Also das wäre dann so, wenn einer zum Beispiel nur den Tower kontrolliert, dann melde ich mich da tatsächlich erst kurz vor der Landung. Bei Approach ist es halt so, weiß ich nicht, 30 Meilen vor der Landung, so 10, 15 Minuten eher. Und der ganz große Luftraum drumherum, das sind dann die Blauen, die Länder kontrollieren. Und wenn du Fluglotse sein möchtest in dem Spiel hier, oder auf Watze im Allgemeinen, dann musst du da auch so ein Training durchlaufen. Da fängst du eben an, in der ersten Stufe, wo du nur auf dem Boden Flugzeuge kontrollieren darfst. Dann musst du wie eine Online-Prüfung ablegen. Dann wirst du befördert, dann darfst du auch den Tower übernehmen, also Flugzeuge zum Start und zur Landung kontrollieren. Und die nächste Stufe ist dann, dass du den Approach kontrollieren darfst, also den Luftraum um den Flughafen. Und erst die erfahrenste Stufe ist dann, wenn du auf Länderebene kontrollieren darfst. Das dauert aber alles und das ist noch viel mehr Fleiß und Lernarbeit, als wenn du fliegen möchtest. Und ja, dafür musst du gut Englisch können. Zeigt er mir an 124 Meilen. Scheint mir aber immer noch nicht zu passen. Wenigstens ist die Zahl kleiner geworden. Das sind doch höchstens noch 60, nicht 124. Luftdruck umschalten. Um Standardluftdruck auf den lokalen. Sind auf 10.000 Fuß, wir werden langsamer. Landelichter gehen an. Anschneidzeichen gehen an. So, kurz einmal die Frequenz kontrollieren. Wir brauchen die 111,9. 111,9 ist eingestellt, das passt also. Und wir müssten jetzt hier auch gleich irgendwo auf unserer Karte auftauchen. Ein kleines Stück außerhalb. Und wir sollten aber über Fluglevel 10.000 sein, sehe ich da gerade. Hoppala. Sind ein bisschen zu niedrig. Also die Karte sagt mir, ich müsste eigentlich bei Lacoute auf über 10.000 Fuß sein. Die Linie ist unten, ich muss also drüber sein. Ich bin ein bisschen zu tief bei der 8.500.
Deswegen, lieber Autopilot, sei doch so gut und steig ein bisschen. Jetzt ist aber auch egal. Jetzt sind wir vorbei an Lakut. Nächste Einschränkung unterhalb von 12.000, das sind wir. Und die nächste wäre unterhalb von 7.000. Und bei Aspeed sollen wir auf 2.300 sein. Deswegen kann ich das wieder einstellen, dass wir jetzt doch sinken. Hätte ich mal ein bisschen eher drauf gucken sollen. Sieht nach sehr viel Nichts aus hier in Finnland. Keine Städte zu sehen. Verschneite Felder und Wälder. So, wir müssen auf unter 7000 sein beim Punkt HK871. Da haben wir noch 10 Meilen Zeit. Das wird ein bisschen knapp, aber sollte passen. Irgendwo leicht rechts müsste Helsinki sein. Das ist das Meer. Ich sehe es noch nicht. Ja, wenn man sich fürs Fliegen allgemein interessiert, ist so ein Flugsimulator eine gute Einstiegsdroge. Und da kann man sich echt endlos mit beschäftigen. Also, ich lerne auch noch regelmäßig dazu. So, gleich kommt die Rechtskurve zum nächsten Wegpunkt. Und danach weicht hier die Karte von dem ab, was mein Autopilot gerne möchte. Deswegen steuere ich ab da einfach selber die Richtung. Wir müssen auf jeden Fall deutlich schneller sinken, sonst kommen wir nicht rechtzeitig an bei 2300.
Treten wir also mal ein bisschen auf die Bremse. Jetzt sind hier an den Flügeln die Bremsklappen ausgefahren. So, Richtung 162 stimmt. War bis Nemby. Ah, das sind ganz schön viele Wegpunkte. Nemby ist irgendwo dazwischen. Das hilft mir gerade noch nicht. Da ist Nemby. Müssen wir also ein bisschen weiter nach rechts. Wir müssen noch ein bisschen stärker bremsen, sonst kommen wir nicht bei 2300 Fuß an, rechtzeitig. Ja, das kann man auch bei VATSIM. Es gibt ganz viele sogenannte virtuelle Airlines oder auch Flugclubs, die virtuell arbeiten. Und die machen dann zum Beispiel auch, dass man ein paar Mal in der Woche abends sich zusammen trifft und einfach gemeinsam von A nach B fliegt. Also hintereinander her. Das gibt's für Passagierflugzeuge, aber gerade dann diese Clubs auch für kleinere Maschinen. Das ist ganz unterhaltsam. Ist auch ein guter Einstieg, die sind meistens auch sehr einsteigerfreundlich und versuchen dir dann auch ein bisschen Wissen beizubringen. So, jetzt müssen wir nach rechts Richtung Aspid. Ach, zumindest meine Karte. Aspid. Keine Ahnung. Ist das hier irgendwo zu sehen? Da. Noch ein Stück. So passt das. So, dann die Bremsen mal wieder hier einfahren. Ja, man kann theoretisch auch zu zweit im Flugzeug fliegen. Ich glaube, im Flugsimulator 2020 funktioniert das noch nicht so gut. Aber in anderen Simulationen, X-Plane zum Beispiel, da geht das. Da brauchen halt beide das Spiel und verbinden sich dann quasi über Multiplayer, dass man, dass der eine auf dem Co-Pilotensitz sitzt. Und ja, dann kann man da zusammen fliegen. Nutzen auch die einen oder anderen, um Online-Schulungen zu geben. So, und von Aspid aus, jetzt muss ich kurz gucken, machen wir dann eine Linkskurve 038. Kleines Stückchen noch. Höhe haben wir erreicht, die wir haben wollten. Und dann drehen wir mal. Du.
0, 3, 8. Na, kurz gucken, meine Karte hier. Ich versuche hier nach Podom zu kommen. Da ist der Anfang von meinem Gleitpfad. Da ist Podom. Bisschen zu eng die Kurve hier. Wo ist es? Da ist Podom. Also eigentlich muss ich nur versuchen, auf die Linie zu kommen, die der Autopilot bzw. das der Bordcomputer eh fliegen wollte. Dann schalten wir auch schon mal das Landing System an. Jawohl, wir haben auch schon ein Signal. Das ist gut. Ja, man kann über mehrere Simulatoren bei Wetsim fliegen, also eigentlich so ziemlich allen. So, du hast halt Leute, die sind bei X-Plane unterwegs, sehr viele. Viele sind im neuen Flugsimulator unterwegs, viele sind im alten Flugsimulator unterwegs, also den FSX, Flugsimulator X. Und die fliegen alle gemeinsam. So, dann können wir auch den Localizer aktivieren. Noch 12 Meilen. Gucken, dass er das hier auch abfängt, so wie er soll. LS Kategorie 2. Ja, habe ich richtig. So, wenn wir durchstarten müssen, dann steigen wir auf 2000 Fuß. Das ist auch in Ordnung. So, noch 10 Meilen, klappen auf 1. Da ist auch schon die Bahn. Wir können den Approach-Modus schon mal anschalten. Klappen auf 2. Klappen 3, Fahrwerk raus. So, Lichter habe ich alle an. Bin ich hier auch im Approach-Modus vernünftig? Ja, bin ich auch. Klappen voll. Autobrake reicht, glaube ich, niedrig. Die Bahn sieht recht lang aus. Wir sinken entlang des Gleitpfades. Alles so, wie es sein sollte. Aha, jetzt. Cabin Check. Na? Komm schon. Aha.
ist ja also Helsinki. Waffen ist anscheinend noch gar nicht geladen. Oder ist das links der Flughafen? Sehen wir gleich. Fuß, Autopilot aus. Ein bisschen zu hoch. So ist das doch schon wieder besser. Immer noch ein bisschen zu hoch. Ja, Landebahn in Sicht. Retard. Und komm schon. Rückwärtsschub. Knoten, Rückwärtsschub aus. So, Klappen einfahren, das entschärfen und dann rollen wir hier mal von der Startbahn runter. Schon über die Markierung hinweg. Den ganzen Schnee sieht man immer nicht, wo die ganzen Markierungen sind auf der Bahn hier. Ich glaube, hier ist sie. So, kurz einmal anhalten. Wir starten die APU. Die Landelichter können aus. Und dann gucken wir mal kurz, wo wir sind und wo wir hier hin müssen. Wir sind mitten im Nirgendwo. Ganzes Stück geradeaus und dann irgendwann erste Gelegenheit rechts. Ja, locker noch eine dritte Landebahn dazwischen gepasst hier. Na gut. Autopilot können wir schon mal alles abschalten, das brauchen wir nicht mehr.
APU läuft. Können wir den Bleed schon mal anschalten. So, erste Gelegenheit rechts, habe ich gesagt. Jo, müsste hier sein. Da hinten ist das Terminal. Noch die Geschwindigkeit achten, dass wir nicht zu schnell werden. So, dann rollen wir hier einmal über die andere Bahn hinweg. Kurz gucken, dass keiner kommt. Ich meine, ist eh keiner da, aber... Gucken schadet ja nicht. So. Welchen hätten wir denn gern? Ich kann leider die Markierung nicht sehen auf dem Boden, aber es wird schon passen. Da sind wir. Parkbremse an. APU läuft. Triebwerke aus. Anschnallzeichen. Ja, danke. Anschnallzeichen aus. Lichter aus. Beacon kann aus. Strobe kann aus. Und da sind wir. Ich will heute mal noch als Bonus mal gucken, ob ich hier Jetway rankriege. Mit Jetway. Und Baggage Service. Willkommen in Helsinki. Im zwischenzeitlichen beidseitigen Triebwerksausfall, komplett schwarzen Cockpit, hatte ich bisher so auch noch nicht. War mal eine interessante Erfahrung. War nicht wirklich ein guter Flug, weil das war ein bisschen peinlich, aber immerhin angekommen. Und vielleicht war es so wenigstens ein bisschen spannend. Gut, APU können wir auch schon mal ausmachen. Treibstoffpumpen aus. Crew Supply aus. Alles an Beleuchtung aus. Bordcomputer aus. Batterien aus. Müsste es gleich, sobald die APU stehen bleibt. Dunkel werden, falls sie nochmal stehen bleibt. Bleibt bei 100% hängen. Interessant.
ohne Treibstoff und alles. Ja. Wie gesagt, hat der, glaube ich, nicht so gut überstanden, mal einfach zwischendurch alles auszuschalten. Aber hey. Ich sag dann mal, danke fürs Mitfliegen und bis zum nächsten Mal.